Was geht denn, liebe Leute? Hier ist wieder Crash Fortification zurück bei Let's Play Fire Emblem Warriors. Letzten Part durften wir Chrome und seinen Hirten begegnen. Und nun. Ups. Und nun machen wir weiter mit Kapitel 3, der Tempel im Drachenteil. Gemeinsam mit Chrome und seinen Hirten eilt die Gruppe zum Tempel. Bei ihrer Ankunft stellen sie allerdings fest, dass sich dieser in einem genauso chaotischen Zustand befindet wie alles andere auch. Oje, oje, das geht gar nicht gut. Das sollten wir uns mal vorbereiten mit Vorrat. Okay, sind alle gut ausgerüstet. Und, Feld? Oh, Feldlager. Ja, der Fiebemarkt. Schmiede, Tempel und Übungsplatz. Ein Level 1 gratis mit Münzen. Oh! Aber schauen wir erstmal beim Fiebemarkt. Angriffsfiebeln, Verteidigungsfiebeln, Zwiebeln. Könnten wir machen. Ah, wir können sogar die Combo-Techniken stärken. Haben wir das schon mal? Können wir das auch gleich? Und das auch? Ja, das passt auf jeden Fall. Gut. Ja, mit den anderen geht es nicht. Ah, ja, doch mit dir. Ich glaube, die leuchtenden Stellen zeigen. Ah, das kannst du aufwerten, also mach mal. Na denn? Kostet natürlich auch Gold. Entsprechend sollte ich das erstmal hier rein investieren und dann erst, sollte ich mal das Gold ausgeben fürs Leveln, aufleveln. Andere Charaktere. Also Verteidigung. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Also gegen Lanzen können wir auch unseren Schaden mindern. Das ist gut. Weil wir haben ja gegen Lanzen einen Nachteil. Nicht schlecht, ey. Ja, das sieht ganz gut aus. Also, wir können schon so viel Statuswerte verbessern. Nach nur einen einzigen großen Kampf. So. Fiebelmarkt. Ja. Achso. Ist auch noch die anderen auswählen. Ich werde versuchen, so viel wie möglich erhöhen zu können. Aber es werden auch immer mehr Charaktere hinzukommen. Das wird. Das könnte ein Problem für mich werden. Geht ja auch dann noch nicht. Das geht auch nicht. Was? Geht noch gar nicht? Okay. Naja. Dann, lassen wir es mal, ne? Dann würde ich sagen, starten wir jetzt endlich mal durch mit Kapitel 3. She should be here any time now. Chrom, I'm back. What did you discover? Just as we thought. There isn't a recognizable landmark in sight. So we are definitely somewhere beyond Elise. I also spotted some fierce-looking creatures running rampant. Creatures? They must have been the enemies our new friends mentioned. I don't think our own sudden appearance here is unrelated. Oh, cool! You're a Pegasus Knight? That's so awesome! Don't make such a fuss. I'm sorry about him. It's no trouble at all. Are Pegasus Knights rare here? It's more that he really loves. Knights! They can move right to the action! Knights are the best! Knights. I see. We should move out. The temple isn't far now. I'll take point. I can fly after all. Good idea. We're counting on you. Let's get going too! Ja, aber was ist mit Bogenschützen? Wahrscheinlich werden die hier auch am Start sein. Vor Schlachtbeginn hast du die Möglichkeit, deine Einheiten und Ausrüstung zu wechseln und dir die Karte anzusehen. Karte. Vor Kampfbeginn kannst du Einsatzorte sowie spielbare Karte auf den Befehl geben. Vorrat, Tasche, Waffen und Items aus. Autokampf. Lass die Einheiten selbst entscheiden. Anna. Sieh nach, wann Anna auftauchen wird.
Schlachtsituation, die Sieg- und Niederlagebedingungen. Tutorial. Sieht dir die grundlegenden Infos zum Spiel an und Einstellungen, passt verschiedene Einstellungen. Ja, okay. So, wann taucht sie auf? Und wo? Nach 1000 Feinden und... wo genau? Ja, das werde ich schon noch sehen. Hoffentlich werde ich es dann rechtzeitig erreichen. Flachsituation. Titel zurück und die Lage ist darin, Cordelia oder Chrome werden besiegt. Okay. Auf alle Karte wieder mal aufpassen. Das dürfte kein so großes Problem darstellen. Eine Einheit, die nur noch ohne Befehle ist, können mit der Funktion Autokampf gegen allgemeine Anweisungen gegeben werden. Angriffe führt zu Angriffen der Einheit auf die Festung und Gegner. Verteidigung lässt die Festung und Verbündete schützen und holt KP in Festung. Wenn Autoheilung aktiviert ist, nutzen Einheiten Medizinstäbe, um sich selbst oder Verbündete in der Nähe mit niedrigen KP zu heilen. Ja, dafür ist sagen, Lisa ist auf Auto heilen. Ja. Doch, ein. Und sie ist eher aufs Verteidigen aus. Er ist der Angreifer, Chrome ist der Angreifer und ich greife an. So. Du kannst jeder eine Einheit Befehle geben, den du im Menü auswählst. A. Und A drückst hier danach den Fall. Zum Zitterdruck erneut A, ja, um genauere Befehle zu erteilen, wähle mit X ein Einheit aus, du öffnest sie ein ausführliches Menü. Es zeigt dir alle verfügbaren Optionen an. Blaue Einheiten können ausgetauscht und bewegt werden, graue Einheiten können nicht ausgetauscht werden. Alles klar. Es sind also kein... ein Ritter. Und was für eine. Es sind also praktisch keine, Monster wirklich in den Inseln vorhanden, sondern normale, menschliche Feinde. Okay, den Tempel geht es zurückzuobern. Na dann mal los, ne? Beginnen wir jetzt endlich mit der Schlacht. Gehen wir hier richtig ab. Ich lasse jetzt also die Gruppe mal automatisch vor. Ansonsten gebe ich ihnen ja Befehle. Wenn es wirklich sein muss. I don't see a winning move here. Cordelia! Go now! Chrom and the rest have fought their way through! Right. Time to change strategy. Thank you, Chrom. You've given me just the opening I need. Take heart! We're not alone. Chrom awaits us beyond these men. Now clear a path! The temple's under attack! Why would Gristone do this? Down there. It's Robin. Come on, they need our help. Kann zu fassen, warum er in Deutsch nur Darien heißt, aber in Englisch immer noch Robin. Keine Angst, ich begebe mich schon hin. An der Festung des Tempels, ja? Mache ich. Wurde der Kommandant deiner feindlichen Festung besiegt, übernehmen deine Charaktere Verbündeten diese. Feindliche Verstärkung bleibt aus. Festungen werden KP wiederhergestellt. Die Verbündeten werden stärker, um alle Festungen aus Hauptquartier besetzt sind. Die Kommandanten und Soldaten einer Festung handhaben alle die gleiche Art von Waffe. Nutzt das Waffendreieck zu eurem Vorteil, um sie einzunehmen. Oh mein Gott, das ist geil. So, und tschüss. Ja, das ist schon klar. Können wir wirklich nur so lasche Angriffe einsetzen, die KI-Partner? Das wird mir gar nicht. Oh oh.
jetzt mal Schluss mit dir. Und jetzt. Bam! Und tschüss. Ja, ich passe auf sie auf, keine Sorge. Die Eigenschaften einiger Waffen können beim Menschen einen großen Schaden anrichten. Dies nennt man effektiv, beispielsweise Bögen sind effektiv gegen Pegasus-Ritter. Ein rotes Rufzeichen auf weiß markierte Gegner gegen deine Waffe effektiv ist. Ein schwarzes Rufzeichen auf rot bedeutet, dass ihre Waffen gegen dich effektiv sind. Effektivität betrifft alle Einheiten, nicht nur die, die steuerst. Gib acht, wer gegen wen kämpft. Passe die Waffen entsprechend an. Einige Waffen zum Mögen effektiv gegen Einheiten sind aber schwach gegen andere. Der Panzerbrecher zum Beispiel ist effektiv gegen Ritter, aber schwach gegen andere. Okay. Das passt schon. So, und zack. Level up! Nice one. Level 5. Oh oh. Sie rücken gegen Heiler vor. Wir sehen den Soldaten und retten den Heiler. Okay, dann mal los. So, jetzt Reiter. Okay. Okay, und ihr kriegst der. Mann, der hält was aus. So, okay, die Festung ist auch besetzt. Sehr schön. Oh, Vorpostenkommandanten. Vorposten auf der Staffel stehen vorlaufend neue Truppen für die Streitmacht bereit, für diese Vorposten kontrolliert. Wird der Feind nicht Vorposten, Kommandant besiegt, kontrolliert, du den Vorposten, fällt dein Vorposten, Kommandant ist der Vorposten verloren. Ja, das ist klar. So, und jetzt ist da unser Vorposten hier. So, und jetzt schnell den Heiler hier helfen. Hallo? Da sind wir. Da braucht jemand unsere Hilfe. Sehr schön. Okay. Okay. Frederick hilft uns jetzt hier. Ich will aber selber auch mal selbst steuern. Und tschüss. Okay, der Heiler ist gerettet. Doppelschlag? Bei voller Waffenleiste drücke ZR und Y, um einen Doppelschlag auszuführen, damit der Unterstützer in Kinesh angreift. Die genische Verteilung kann zerstört werden. Nutze deine unterstützende Einheit eine Waffe, den Feind gegenüber Vorteil ist, dann löst ein Doppelschlag immer eine Staranzeige aus. Die Waffenleiste fühlt sich, wenn Feinde jetzt kommen angegriffen werden. So. Das ist wohl klar wie Klosbrühe. Okay. Und tschüss. Oh, jetzt kann ich ihn nicht kontrollieren. Oh ja, der geht richtig ab hier. Bam, 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 bam. Oh yeah. So. Jetzt die letzte Festung schnell erobern. Oh Mann. Da geht er richtig ab hier. So, Spezialangriff. Und zack. Weiter geht down. Und Level up. Oh, nice one. Level 5 für Chrome. My strength comes from diligence.
Boah, 6 KP. Das ist Wahnsinns. Ach, wie sehr ich mir wünsche, dass du bei Smash Bros. Auch mit dabei sein wirst. So. Das war schon mal diese Mission. Robin, you look pale. Are you feeling okay? Don't push yourself too hard. Don't worry about me, Kong. That last battle was tough, but I'm okay. Na hoffentlich. Oh, oh. Das war ein ganz schöner Haufen. Walder. Okay, dann mal los. Den kriegen wir schon auf die Reihe. Und tschüss. Klassenvor- und Nachteil. Jede Klasse Vor- und Nachteil. Die Auswahlklassen sind nicht so kritisch wie die des Waffendreiecks. Ignorieren sollte man sie jedoch nicht. Von dem Vorteil werden immer mit einem Aufwärtsgitter seinem Pfeil und benachteiligte Feinde mit einem Abwärtsgitter seinem Pfeil markiert. Zum Beispiel kämpft Frederick nicht allzu gut gegen Magier. Im Gegensatz dazu hat Lisa eine hohe magische Verteidigung und schlägt sich gut gegen Magier. Unter Informationen zu Klassen erschaffen findest du ein Tutorial unter Einführung in die Klassen. Ja, das passt schon. Oh Mann. Na dann. Aber echt. Remember, take on opponents you can easily defeat and watch their weapons. Das wird schon. Sie feindlichen Truppen Tempel angreifen, ja? Mache ich jetzt. So, jetzt so. Ist das alle Festungen? It's simple. When you take control of a fort, everyone's morale improves. Werde ich schon schaffen. Ups, jetzt bin ich wieder am Anfang. So, wo renne ich jetzt eigentlich hin? Da, da ist der nächste Soldat. So, komm her, du. Oh, Level up. Nice one. Was für Chrome? Okay, sie bekommen doch separat auch Erfahrungspunkte. Gut zu wissen. Sehr schön. Und noch ein Level up. Smell für... Ja, wird auch Zeit. Oh, ist er geschafft? Na also. So gefällt mir das. Und jetzt noch schnell die Truppen besiegt. Das können wir schon auf die Reihe. Aua. Jetzt mal Schluss hier. Lass das bloß sein. Und tschüss. So viel mal zu dem. Da ist doch einer übrig. Den schnappen wir uns jetzt. Wo ist er? Da. Und tschüss. So. Ah, ich sehe noch, da sind noch welche. Na schön. Er kümmert sich gerade um den... What the hell? Ein Ritter. Na warte. Zack. Level up. Oh.
my moment has come. I'm getting stronger. Nice one. Mission complete. Ah, wir haben es geschafft. Ja, den Vorposten erobern wir auch schnell. Da gibt es ja noch welche. Ja, vorher noch hier. So. Na, hier noch richtig abgehen. Und tschüss, Kowski. Oh yeah, baby. Aber wir haben jetzt 1000. Da ist sie jetzt. Und diesmal ist sie ziemlich in der Nähe. Ich könnte sie jetzt endlich rechtzeitig erreichen. Ah, überrennen sie praktisch. Allein durchs Bewegen. So, Anna? Okay, sehr schön. Oh, haben wir geschafft. Ist wahrscheinlich zu den, sind wahrscheinlich zu 100%. Ich aber mache kein 100% in diesem Let's Play. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. So. Ich würde sagen, wir lösen das Band jetzt wieder. Weil... so können wir verstärkt auch kämpfen. So. Und... boom! Noch ein Level Up! Ja, ist mal für Frederick. Boah, 108 KP. Geht ab hier. So. Ja, ich weiß. Was redest du da? Deine Truppen fallen. Du hast kaum eine Chance, mein Freund. Ist vielleicht ein Ende eingeläutet. Jetzt auch noch der ist weg. So, hier muss ich lang. Und tschüss. So, der nächste Anführer wartet schon. Nehmen den und den hier. Wie wir abgehen können, das ist ja geil. Ha. Haben wir den Soldaten jetzt auch dann? So. Und den Vorposten erobern wir auch noch schnell, wenn wir schon dabei sind. Ja, geht gut ab hier. So. Und jetzt zu unserem Hauptproblem. Wir haben den Bart erreicht. So. Und jetzt Spezialangriff und töten damit. Oh yeah. So viel zum Ritter. Mann, im Fire Emblem würde ich wahrscheinlich Probleme gegen diese Art von Gegner haben, aber. Also im richtigen Fire Emblem Teil. Du, ich habe keinen Schiss vor dir. Level up! Erneut Feen! Oh ja. So. Well, there. Ich hab gegen ihn Vorteil.
Oh, aber da greift er schon selber. Alter Schwede, der macht Schaden. Na schön. Dann gehen wir mal richtig ab hier. Boom. Balla, boom, boom, boom. Wow, Alter. Okay, den Magier sollte man sich nicht so sehr anlegen. Ich glaube, ich sollte Verstärkung holen. Was bleiben denn die anderen hier? Na warte, ich muss denen Befehle geben. Kann ich nicht? Okay, die anderen sind bereits da. Oder? Kann sie nicht, aber sie könnte schicken. Bewegt sie sich? Also müsste auch wieder mal kämpfen. Braucht benötigt den Level ab. Nee. Bewegen sollst du dich, Mädel. Du hast den Zielpunkt noch nicht erreicht. So. So. Komm einfach her. Und zwar mit diesem Magier gemeinsam. Oh, der ist eh schon fast down. Wie hat er so viel Schaden genommen? Das ist krass, ey. Und das war's auch schon. Er ist down. Das wär's. Wer ist dieser Typ eigentlich? Escaped, but the temple is safe. I'd call that a victory. Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht wird er später noch wichtig. Wir werden sehen. Oh yeah, just like a knight. And that's what Mother said when she gave us the shield. You've got to help us. So Lady Yelena is... Very well. Then you must listen to me carefully. This is the Aetolis legend of the Shield of Flames and the Chaos Dragon Velizarch. Long, long ago, this world faced a dire threat. Velizarch appeared, opening Outrealm portals to other worlds. Monsters, Outrealm fiends, surged forth and attacked the people. And that's exactly what's happening now. Indeed. It's also said that people from the connected worlds emerged. In other words, us. What happened to the Chaos Dragon? Legend says the world was saved when the Shield of Flames sealed him away. But with Outrealm portals reappearing, the Chaos Dragon may be free again. So, kill a big bad dragon? We can do it? If he is at his full strength, you won't be able to kill him. He's simply too strong. However, if you awakened the Shield of Flames, you could seal him away again. That would close the Outrealm portals, and the Outrealm fiends would vanish. Krom, was it? You and your friends would likely return to your worlds too. Then... What do we need to do to awaken the Shield of Flames? That power resides in the Gleamstones, carried by heroes from other worlds. These heroes? Do you mean Krom and the others? Heroes from other worlds? No offense, you guys, but I don't really think we fit the bill. Right. I agree with Lyssa. Mm-hmm. We're not the hero type. If you need a hero, huh? The Chosen One must answer the call to action! What was that, my sword hand?
What is it, Lissa? Your body. It's all aglow with a blue light, Crom. Whoa. What's happening to me? My lord, is that a gleamstone? It's gotta be! The shield of flames lit right up! Amazing! Them all, we can really save our kingdom? Yes, I'm sure of it. Let's find the other heroes and get those gleamstones. Right. Yeah. Okay. Das klingt nach einem Plan. Okay. Komm auch andere mal, Erfahrungsmodus schätzen wir nicht. Okay, wir haben eine Eisenaxt und eine Hellebarde. Bronzeschwerter und Bronzeaxt. Und natürlich hier Materialien. Oh. Das wird dann zu einem Bild. Schmiede, Übungsplatz. Ah, jetzt geht alles. Okay. Aber dem werden wir jetzt dann den nächsten Part widmen. Und wie immer, wenn es dir gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Es ist gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush Fluffy geht hier noch ein bisschen Splatoon Let's Play. Fire Emblem Warriors. Also viel Sehen und tschüss, Leute.